Wie viel soll man glauben? Und wie viel soll man den Glauben leben? Ich bin doch ein Christ. Ich gehe nicht immer jeden Tag in die Kirche, aber ich bete schon. Am Sonntag besser in der Natur. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, solche Sätze hören wir sehr oft in unserer Zeit. Wie viel soll man glauben? Was bedeutet Jesus Christus für mich? Gerade in einer Zeit, wo wir sehr viele terroristische Angriffe hören, sehen, dann fragt man sich auch, okay, was ist denn unser Land? Eindeutig, das Land ist ein christliches Abendland. Wir sind Menschen, die mit Jesus Christus vertraut waren und sind. Immerhin, 2/3 der Bevölkerung unseres Landes ist Christ. Und wenn das so ist, warum bringen wir solche Fragen, wie viel soll man glauben? Wie viel ist es genug? Ich bringe zu Ihnen den Brief an die Hebräer, den wir an diesem Wochenende in allen katholischen Gottesdiensten hören werden. Da ist ein Brief geschrieben worden an die dritte oder vierte Generation nach der Auferstehung Jesu, wo Menschen langsam spüren, okay, jetzt kommt halt Jesus nicht mehr, Christi ist halt verspätet und wir leben einfach ganz einfach, wir brauchen nicht unbedingt so streng an Jesus Christus zu glauben und auch das zu leben. Und in der Zeit kommt eben dieser Brief an die Hebräer, der sagt, nein, Jesus Christus ist der Urheber und Vollender des Glaubens. Ohne ihn geht es nicht. Ihr könnt nicht irgendwie Viertel oder Halb oder Dreiviertel den Glauben leben, sondern ihr sollt wirklich vereint mit Jesus leben. Ohne Jesus ist euer Leben nichts. Und diese Botschaft könnte ich vielleicht auch in der heutigen Zeit sagen. Wir können nicht irgendwie 5%, 10% oder 50% oder als Scheinchristen leben, sondern wir müssen und wir dürfen ganz und gar in Jesus Christus begründet sein. Und das war unsere Identität jahrhundertelang in diesem christlichen Abendland und das wird wohl auch die Identität sein. Ich würde mich sehr freuen, dass unsere Kirchen wieder voller werden, dass sie wirklich auch Orte werden, wo alle Menschen dazu kommen können. Unsere Kirchen meistens, auch in der Seelsorgeeinheit, ist offen tagsüber. Und ich würde mich sehr, sehr freuen als Pfarrer, dass Sie gerne einfach in die Kirche kommen, auch wenn es nicht während dem Gottesdienst, sondern einfach mal den ganzen Tag, dass Sie einfach kommen und Ihre Identität erneuern und einfach auch die Beziehung mit Jesus Christus wieder vertiefen. Jesus Christus, der Urheber und Vollender des Glaubens. Ein schönes Wochenende. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, da uns eine solche Wolke von Glaubenszeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fessel der Sünden abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Denkt an den, der von den Sünden solchen Widerstand gegen sich erduldet hat. Dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet.